Ich danke den Göttern, dass sie euch gesandt haben. Es rührt mich zu Tränen, den heiligen Baum der Peraine wieder erblühen zu sehen. Möge der Göttersegen euch auf eurem weiteren Weg beschützen. Die Wälder sind doch voll von Gehölz. Was ist denn so besonders an dem Baum? Das ist der heilige Apfelbaum der Peraine. Habt ihr denn noch nie von ihm gehört? Der Baum ist die Lebenshalle dieses Tals. Und seine Früchte sind von unvergleichlichem Genuss. Ein Zeichen der Göttin, das jetzt durch Flammen und Feuer zerstört ist. Dann ist das natürlich eine Katastrophe. Verzeiht mein Unwissen, Geweihte. Nun versteht ihr, ich danke euch für eure Anteilnahme, Brennoir. Ja. Ich danke den Göttern, dass sie euch gesandt haben. Fragen stellen. Was ist denn die Ursache für all die Verwüstung? Ja, als ob wir das nicht wüssten. Der schreckliche Drache hat wieder zugeschlagen. Seit einiger Zeit bringt er Angst und Verderben zu uns. Ein Sendbote aus den Niederhöllen bei den Göttern. Gleich zu Beginn seines Angriffes hat er den heiligen Apfelbaum in Flammen getaucht. Erst die tapferen Zwergenkrieger um Prinz Aaron haben ihn mit ihrem Schießgerät verwunden und fürs Erste vertreiben können. Oh, all die Toten und Verwundeten, Peraien, hilf. Kann ich euch noch etwas fragen? Was schätzt ihr an der Göttin Peraien so sehr, dass ihr euch hier verschrieben habt? Die gebende und gütige Göttin bringt der Welt Fruchtbarkeit, Aufopferung und Selbstlosigkeit. Ihnen zu helfen, die Welt mit Leben füllen wollen. Ob auf der Krumme des Bodens oder durch reichhaltige Nachkommen, bei Mensch und Tier habe ich mich verschrieben, denn wer nicht sät, wird auch nie ernten. Kann ich euch noch etwas fragen? Was sind die täglichen Aufgaben einer Geweihten des Peraien? Wir helfen überall dort, wo die Menschen uns brauchen. Wir helfen mit der Hand und mit unserem Segen bei Saat, Gedeihen und Ernte des Getreides und der Früchte. Auch verstehen wir uns auf die Geburtenhilfe und die Heilkunst. Im Prinzsein selbst haben wir uns auch bis heute mit tiefer Hingabe der Pflege des heiligen Apfelbaums und der Herstellung des köstlichen Apfelweins gewidmet. Gehabt euch wohl, euer Gnaden. Okay. Ja, der Geweihte, also der Bibliothekar, sagt uns nichts mehr. Das heißt, wir können jetzt wieder die Straße runternehmen. Ich hätte auch hier runtergehen können. Gräber sind hier. Ach ja, und die Quest ist abgeschlossen. Mord an einer Geweihten. Nachdem Hesperias Gebeine richtig bestattet wurden, hat der heilige Apfelbaum in Prenzheim wieder angefangen zu blühen. Sieht so aus, als wäre Peraine zufrieden, dass Hesperias Geist endlich Ruhe gefunden hat. Ich habe Ulinai die Gebeine übergeben. Die Geweihte sah aus, als sei ihr eine große Last vom Herzen genommen worden. Ja, wenn wir uns überlegen, was wir schon alles hier an Nebenquests gemacht haben. Und auch an Hauptquests. Das ist, glaube ich, so eine der wenigen Vorzüge von Drakensang zum Am Fluss der Zeit. Es gibt um einiges mehr Sidequests und Sidestory. Wobei es halt am Fluss der Zeit viel mehr große Sidequests gab. Also richtige Questreihen. Aber dafür halt weniger. So, die Brücke ist endlich wieder repariert, wie man sehen kann. Also jedenfalls behelfsmäßig repariert. Ja, Brücke. Seht ihr das traurige Spektakel hinter dem Kloster? Nein, was ist geschehen? Bitte erzählt. Hört das arme junge Ding dort oben auf der Klippe. Sie ruft immer zum Hilfe. Wenn ich hier doch bloß zur Seite stehen könnte. Dieser Stippwitz muss ein Herz aus Eis haben. Ich glaube, er wird das Mädchen der Bestie überlassen, um sie zu beschwichtigen. Preios, steh uns bei. Sorge dich nicht um das Mädchen, guter Mann. Darüber soll das letzte Wort noch nicht gesagt sein. Ich werde unverzüglich einschreiten und dieser Angelegenheit Klärung verschaffen. Danach erst werde ich den Drachen stellen. Auf nach Talon. Wirbun, spute dich gefälligst. Ich will hier endlich weg. Also ja, er weist uns auf eine Quest hin, die wir noch nicht haben. Nämlich die Jungfrau in Nöten. Da oben. Können wir sie zwar schon anvisieren, aber noch nicht
richtig identifizieren. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist mal da hingehen und Stipwitz in den Arsch treten. Weil jetzt wieder einfach... Zuerst wollte er sich nicht eingestehen, dass es diesen Drachen gibt. Und jetzt wieder einfach irgendeine Frau opfern. Weil er denkt, er könnte so den Drachen beschwichtigen. Normalerweise hätten wir jetzt auch eine Quest dafür kriegen sollen. Allerdings scheint das nicht passiert zu sein. Ja, Gardis Talon, Bürgermeister Stipwitz. Und da ist die Jungfrau. Ihr seid mir aus dem rechten Holz. Der Oger und sein jämmerliches Goblin Du da. Bitte helft mir! Man will mich dem Ungetüm zum Fraß vorwerfen, obwohl ich nie etwas Unrechtes getan habe! Wie kann man euch nur dieser Bestie opfern? Ich werde diese Gräueltat auf keinen Fall zulassen. Was euer Opfer das Biest zu besänftigen kann und so die Stadt vor dem Untergang bewahren, hilft, wenn ich nicht einschreiten. Denkt an all die Menschen, die ihr damit retten würdet. Nehmen wir das Erste. Das war die Idee des Bürgermeisters. Er hat Angst, dass die Bestie auch Talon angreift und verwüstet. Ihr überzeugt ihn, dass ihr mit der Bestie allein fertig werden könnt, dann würde er mich bestimmt verschonen. Also gut, ich werde mit dem Bürgermeister sprechen. Ja, jetzt haben wir endlich die Quest. Da der Drache schon Brennzeit zerstört hat, wird der Bürgermeister ihn mit einem Jungfrauenopfer milde stimmen. Das kann ich nicht zulassen. Ich muss den Bürgermeister überzeugen, die Jungfrau freizulassen. Der Bürgermeister hat sich bereit erklärt, die Jungfrau freizulassen, wenn ich ihm beweisen kann, dass ich fähig bin, den Drachen zu besiegen. Er will eine Auflistung all meiner Heldentaten, die ich seit meiner Ankunft in diesem Tal verrichtet habe. Ja, da haben wir ja genug verrichtet. Man sieht übrigens von hier aus auch den brennenden Prinzsein. Die Zeremonie darf nicht gestört werden. Ich hoffe, ihr habt gute Gründe. Wegen diesem Jungfrauenopfer? Es wurde einmütig vom Rat beschlossen, die Bestie mit einem Jungfrauenopfer zu besänftigen. Nur dann wird sie Talon verschonen. Das könnt ihr nicht tun. Die Bestie wird sich davon niemals aufhalten lassen. Beendet diese Pose und lasst das Mädchen frei. Ich werde die Talon von dieser Bedrohung befreien. Ihr könnt nicht mit Sicherheit sagen, dass die Bestie dadurch besänftigt wird. Das ist abergläubische Barbarei. Wir haben keine andere Möglichkeit, uns vor dem Drachen zu schützen. Es ist unsere letzte Hoffnung. Doch, ich werde den Drachen besiegen, damit Talon unbehelligt bleibt. Wieso sollte ich euch Glauben schenken, dass ihr mit dieser Bestie allein fertig werdet? Ich habe den Oger zur Strecke gebracht. Sind das alle eure Heldentaten? Ich habe den Tatzelwurm getötet. Ihr habt recht, ich vertraue euch. Ihr habt schon viel erreicht. Hauptmann, lasst die Jungfrau gehen und lasst das Schicksal des Talons auf euren Schultern, Benuja. Sohn des Durin. Geht ihr unter, geht auch Talon unter. Wachen eskortiert das Mädchen zurück in die Stadt und bezieht einen Verteidigungsposten. Und euch, Brenoir, brauche ich den Sieg nicht zu wünschen. Ich bin sicher, ihr werdet Talon von diesem Ungeheuer befreien. Rondra mit euch. So, damit gingen ganz schnell die Plünderer. Ja, wir haben das Lager ausgeräuchert und die Oger geschlagen. Eine Jungfrau für den Drachen. Der Bürgermeister hat eingesehen, dass es sinnlos und barbarisch wäre, das Mädchen dem Drachen zu opfern. Aber jetzt muss eine andere Lösung gefunden werden, dem Drachen Einhalt zu gebieten. Auf in den Kampf. Ich scheine in den Augen des Bürgermeisters fähig zu sein, den Drachen zu besiegen. Ja, ich hätte auch noch sagen können, dass ich die Gebeine beerdigt habe. Aber ihm hat schon wohl der Tatzelwurm und der Oger ausgereicht. So, jetzt geht es erst einmal ans Verkaufen. Dann geht's ans Skillen und Sachen lernen.
Weil für Gwendala will ich auf jeden Fall gucken, dass ich den Meisterschützen kriege. Dafür braucht sie aber Fernkampfbasis 9. Genau, die kriegt sie mit 2 Punkten in Körperkraft. Ich kann noch einen Punkt in Speere geben. So. Dafür bräuchte ich eine Konstitution von 13. Ach ja, Ausweichen wollte ich ja auch noch geben. Aber jetzt erst einmal den Meisterschützen. Also für Meisterschütze brauche ich 300 und dafür brauche ich noch, also 750. Fehlen also noch 170 Punkte, was ja eigentlich kein so großes Problem ist. Ich glaube, Forgrim und ich brauchen nicht so viel Ausdauer mehr. Todesstoß, oh doch, für den Todesstoß und für den Hammerschlag wäre das nicht schlecht. Was ich beides allerdings noch nicht lernen kann hier. Also pumpe ich mal meine... Nee, meine Ausdauer nicht auf Maximum. Sondern nur 2 Punkte hoch erstmal. Ich versuche mein Bestes. Vorgrim seine kann ich nicht höher pumpen. Das ist... Sein Nahkampf ist auf Maximum. Sinneschärfe Zwergnase ist auch auf Maximum. Naja, komm, geben wir ihm einen Punkt. Nee, Klugheit braucht Vorgrim definitiv nicht und Charisma auch nicht. Geben wir ihm noch einen Punkt Gewandtheit erstmal. So, Gwendala haben wir soweit gegeben. Das bin ich. Gladys braucht, soweit ich weiß, Ausweichen nicht mehr höher. Das heißt, Gladys... Armbrust ist auf Max. Geben wir mal hier Punkte rein. Bei Zauber den Ignifaxius, den Fulminictus und das Balsam maxen. Und den Armatrutz. Nee, Flimflamfunkel brauchen wir nicht maxen. Kampftalente brauchen wir gerade nicht. Dann packen wir noch den Rest in Gassenwissen. Gut ist. Weil Gladys braucht nichts Neues. Die hat alles, was sie brauchen kann. An Skills. Weil was Besseres als Scharfschütze kann ich hier nicht geben eigentlich. Okay, ich könnte ihr Meisterschütze geben. Aber ja. Gladys braucht eher ihre Zauber. Jetzt muss ich nur... Genau, den Stand von Mutter Süßen finden. Nochmals vielen Dank. So, jetzt wird nämlich ordentlich verkauft. Helles Pferdocker. Bärenfallen, Mausefalle, Sehnen.
Glücksbringer, Gruftasselaugen sind sehr viel Geld wert. Die ganzen alten Streitäxte. Den Kopf vom Tatzelwurm verkaufe ich nicht erstmal. So, das war, glaube ich, alles, was er hatte.